Hallo meine Freunde, hier ist nochmal euer Sauberazzi. Herzlich willkommen zur AGF Radio TV. Ja, ich war ein bisschen schusselig gestern, beziehungsweise ich war ein bisschen schusselig am Sonntag, weil ich nämlich ganz schön die Touren vorgelesen habe, aber natürlich nicht die Konzerte, die am Wochenende sonst noch so anstehen. Das heißt, wie erwähnt, sind ja Krawallbrüder und Kerbholz und Eisbrecher on Tour. Aber es gibt noch vier andere Sachen, die ihr am Wochenende unternehmen könnt, und dazu möchte ich noch mal kurz was sagen. Am Freitag, den 13.03., findet ab 20 Uhr in Augsburg im Spektrum die Freiwild Single Release Party statt zur Single Release von der CD Wie ein schützender Engel. Ja, die letzte Single, bevor dann Anfang April das Album rauskommt, und also wird es wieder eine schicke Single Release Party geben, eben wie gesagt in Augsburg im Spektrum. Mit dabei ist die Band, die wieder für Autogramme zur Verfügung steht, und außerdem Martino Senzao, unser Freund und Deutschrock-Animationskünstler, und wir werden euch den ganzen Abend musikalisch begleiten. Das heißt, die Dunja, der Nightmare, der Franke und ich werden da sein und euch eine Warm-Up-Show bieten. Eine Party, während die Jungs da sind, und richtig dicke Aftershow gibt es natürlich auch noch mit dazu. Während Trockau dabei war, weiß, dass das richtig geil wird. Zwar schon ausverkauft, ich erwähne es aber trotzdem, Unantastbar am Freitag zusammen mit Asphalt im Kult in Nürnberg. Ja, ist wie gesagt schon ausverkauft, also volles Haus, wird bestimmt ein richtig geiles Konzert. Am Samstag kann es dann alle, die am Freitag es nicht zu Unantastbar geschafft haben, nach Oberhausen in die Turbinenhalle verschlagen. Da findet nämlich das Pogo 2015 Festival statt. Zusammen mit Unantastbar, den Drunken Swallows, den Kneipenterroristen und Goitzsche Front. Der Frühling beginnt, und so auch in Chemnitz. Dort findet im Südbahnhof das Rock in den Frühling Konzert statt. Mit dabei sind Kollisionskurs, Exzess, Mental Hospital und Syndikat. Also neben den Touren ist auch konzerttechnisch allgemein sehr, sehr viel los. Wir wünschen euch also in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns Freitag in Augsburg. Ich würde mich sehr freuen, das ein oder andere Bierchen mit euch zu trinken, und die anderen sicherlich auch. Macht's gut, bis dahin.